I am the Jochen and this is the Frühsport für Sonntag, den 18. Dezember 2022. Schönen guten Morgen. Heute entscheidet sich's, heute geht's um die Wurst, heute geht's um alles. Wer wird Sportler des Jahres 2022? Um 9:15 die große Gala live im ZDF zu sehen aus Baden-Baden. Und es gibt dieses Jahr auch, ja, ich würde mal sagen, schon eine Menge interessanter Kandidaten. Ich sage euch jetzt schon mal meine Tipps. Bei den Damen wird es Gina Lückenkämper sein. Nicht zuletzt, weil ich dabei war, als sie Europameisterin wurde in München und mein Video von ihrem Zieleinlauf auf diesem Kanal ja irgendwie zigtausend Views bekommen hat, sondern weil das einfach so spektakulär war, was sie da gemacht haben. Der Staffel ja auch nochmal dann gewonnen. Ich glaube aber nicht, dass die Staffel Mannschaft des Jahres wird. Da hatte ich erst überlegt, wird es vielleicht die hast du denn die Pfanne heiß Staffel der Langläuferinnen? Glaube ich aber auch nicht. Ich denke, das werden die DFB-Frauen. Die haben ja so eine tolle Europameisterschaft gespielt. Und gerade weil jetzt die Herren nicht gerade geglänzt haben in diesem Jahr, könnte ich mir denken, dass die DFB-Frauen dieses Jahr mal zuschlagen und ihr Finaleinzug bei der Euro belohnt wird mit dem Titel Mannschaft des Jahres. Bei den Männern, Richard Ringe, den habe ich ja getroffen am Rande des Marathons in München, wo er Europameister wurde. Heißer Kandidat, aber ich glaube, Vinzenz Geiger wird es werden bei den nordischen Kombinierern. Der hat bei Olympia ja auch diesen fabelhaften Endspurt hingelegt zum Gold. Hat in der Staffel dann noch nachgelegt, hat jetzt gerade im Weltcup auch zuletzt wieder ordentlich zugeschlagen. Gerade jetzt zum Beispiel gestern auch wieder fantastisches Rennen, Aufholjagd gemacht, Rieber noch überholt und das Ding gewonnen. Das war also die beste Werbung. Gut, die Wahl ist abgeschlossen, aber das ist auch nochmal, unterstreicht nochmal so ein bisschen, was er für ein Ausnahmekönner ist. Gibt aber noch ganz andere Kandidaten. Dennis Herrmann, im Biathlon auch Olympiasiegerin geworden, in Peking im Februar, schon wieder so lange her. Man vergisst sowas dann irgendwie doch recht schnell, ne? Simon Geschke, Tour de France, Bergtrikot getragen bis kurz vorm Ziel und hätte es vielleicht beinahe sogar gewinnen können. Dann haben wir Francesco Friedrich und sein Bob-Team, die haben ja so gut wie alle Weltcups gewonnen, gestern nicht, da sind sie von Lochner geschlagen worden, sage ich auch gleich noch was zu. Also es gibt Massen an Kandidaten und Kandidatinnen, das macht es aber spannend in diesem Jahr. Ich sage Lückenkämper, Geiger und DFB-Frauen. Und dann lassen wir uns überraschen, ab 9:15 im ZDF, wer es denn nun wirklich wird. Wer Lust hat, sowas zu gucken, wer sagt, ich gucke mir sowas nicht an, ist mir da wurscht, dem sei natürlich auch verziehen, denn der kann sicherlich sich was anderes Schönes raussuchen. Kommen wir zum Fußball-WM-Finale 1990. Wir haben in den letzten Wochen ja diese WM verfolgt hier und jetzt ist es also soweit, das Spiel um Platz 3 ist durch. Italien gewinnt es gegen England mit 2:1 und Torschütze zum entscheidenden Tor, 4 Minuten vor Schluss, Toto Schillaci per Elfmeter-Tor. Damit ist er auch der Torschützenkönig der WM 1990 geworden. Also eine schöne Aschenputtel-Geschichte von und für Toto Schillaci. Glückwunsch dazu. Und dann kommen wir zum dritten Finale von Deutschland in Folge. 82, 86 jeweils im Endspiel gestanden und nicht gewonnen. Jetzt also 1990 soll es klappen im dritten Anlauf gegen das Argentinien. Wie schon 86, das erste Mal in der Geschichte, dass wir ein Back-to-Back-Finalpaarung haben, die nochmal ausgetragen wird. Jo, 3:2 hieß es in Mexiko für die Argentinier. Da würde ich sagen, im Finale jetzt in Italien, in Rom, sollte es genau andersrum dann ausgehen im Idealfall. Wir lassen uns mal überraschen, wie es ausgeht. Morgen erzähle ich euch, wie der 1990 Weltmeister geworden ist. Das ist eigentlich so absurd, was ich hier die letzten Wochen mache. Aber es macht nichts. Es ist okay. Ihr seid nichts anderes gewohnt von diesem Kanal, als dass es manchmal ein bisschen absurd wird. Gut, dann gucken wir mal. Ach komm, machen wir Wintersport mal komplett, wo wir es gerade jetzt eh schon von hatten, würde ich sagen. Da gibt es nämlich einiges, über das wir reden sollten in Sachen Wintersport. Fangen wir an mit, ich habe keine Ahnung, mit was fangen wir an? Ist eigentlich völlig wurscht. Fangen wir an mit Biathlon. Keine Ahnung, ist mir wurscht. Benedikt Doll in Annecy in der Verfolgung hat er seinen dritten Platz nicht gehalten, sondern ist ganz schön abgeschmiert nach hinten raus. Es war eine ganz eklige Streckenführung, vereist alles. Es war mehr oder weniger Lotteriespiel. Und er ist zurückgefallen am Schluss dann von Platz 3 auf Platz 18. Da ist sogar Roman Rees noch besser gewesen, hat ihn überholt. Bester Deutscher auf 13. Aber gewonnen hat das Ding Sturla Lagreid aus Norwegen. Glückwunsch dazu. Bei den Damen, Denise Hermann-Wick, auch toll gestartet gewesen, eigentlich von der 3. Sie rutscht auf 7 zurück. Beste Deutsche ist sie zwar, aber am Ende gewinnt hier Elvira Öberg aus Schweden dieses Biathlon-Rennen in Annecy. Dann gab es Ski Alpin, einen tollen Platz für Kira Weidel, nämlich den 3. bei der Abfahrt in St. Moritz. Schneller als sie war nur Sofia Goggia aus Italien, die sich ja vorgestern noch die Hand gebrochen hat. Und jetzt fährt sie also einfach mal so wieder auf Platz 1. Und Iha Stuic aus Slowenien ist dazwischen noch auf die 2 gekommen. Dann bei den Männern Abfahrt, die gab es in Val Gardena, also in Gröden. Und da gewinnt am Schluss Alexander Amott-Kilde aus Norwegen. Und die Deutschen, da jetzt nicht so erfolgreich gewesen, Romit Baumann auf 17, noch der beste DSV-Starter. Skispringen, da haben wir auch die Deutschen
nicht auf dem Podest platzieren können. Andreas Wellinger noch besser geworden auf der 6 am Ende hier und Gewinner hier Ansel Lanišek aus Slowenien. Gucken wir zu den Kombinierern. Wir haben es gerade schon gesagt. Vinzenz Geiger gewinnt also fantastischer Lauf am Schluss und ein fantastisches Rennen. Damit holt er am Schluss Jan Magnus Rieber noch ein und verdrängt ihn sogar auf Platz 3. Zweiter wird Johannes Lamparter aus Österreich, aber Vinzenz Geiger eben hier nicht zu schlagen. Julian Schmidt auf 8, Manuel Feist auf 9, Jakob Lange auf 11, Fabian Riesler auf 12. Also wieder tolles Mannschaftsergebnis der Kombinierer. Und bei den Kombiniererinnen hat sich Nathalie Armbruster, die 16-Jährige, wieder aufs Podest gelaufen. Am Ende wird sie wieder Dritte beim Sieg von Gida Westholt-Hansen aus Norwegen. Aber auch hier tolles Resultat für die junge Kombiniererin. Dann gab es Langlauf-Sprint, da haben die Deutschen nichts gerissen. Bei den Männern keiner in den K.O.-Runden dabei gewesen. Am Ende gewinnt dort Federico Pellegrino aus Italien. Bisschen überraschend vor Johannes Hussfeld-Kläbo, denn der hat zum ersten Mal nicht gewonnen in dieser Saison. Und bei den Damen, Laura Gimmler hat es immerhin bis ins Halbfinale geschafft. Da ist sie dann knapp ausgeschieden. Und am Schluss gewinnt Nadine Fähnrich aus der Schweiz vor Jesse Diggins. Was haben wir noch? Wir haben Rodeln, das gab es in Park City und die Deutschen sind zurück in der Erfolgsspur. Beim Dameneinzel gewinnt Diana Eidberger und Julia Taubitz 3, Anna Berreiter 4, Lisa Schulte 5, was will man mehr. Bei den Männern fährt Felix Loch auf Platz 2 hinter Dominik Fischnaller aus Italien, der das Ding gewinnt. Und David Nössler wird 6. Damit also auch ein gutes Ergebnis. Hier Doppelsitzer, bei den Männern gewinnen Eggert Benneken und Wendel Alt werden am Schluss 3. Und bei den Damen fahren Degenhardt Rosenthal auf Platz 2 wieder. Beim Sieg der Italienerinnen führt der Oberhofer. Also wollen wir mal nicht meckern. Es gab auch noch Sprintrennen dann am Abend in Park City. Da gewinnt bei den Männern einer wieder Dominik Fischnaller. Felix Loch wird jetzt 3. Im Doppelsitzer-Sprint der Männer Wendel Alt vor Eggert Benneken. Also auch wieder hier voller Erfolg. Und bei den Damen im Einzel Taubitz vor Eidberger. Und im Doppelsitzer der Frauen gewinnen die Österreicher Egle Kipp. Hier sind Degenhardt Rosenthal am Schluss 3. Also überall Plätze auf dem Treppchen wieder im Rodeln. Das läuft. Im Bob sieht es auch gut aus. Da gab es aber aus deutscher Sicht was Besonderes, denn Francesco Friedrich hat diesmal nicht gewonnen und hat mit seinem Zweierbob nur Platz 2 belegt. Nur, muss man relativieren natürlich, ne, beim Sieg von Johannes Lochner, denn der schafft es diesmal, ihn zu schlagen. Und bei den Damen, da holt Laura Nolte im Monobob die erste deutsche Platz 1 Platzierung. Oder wie sagt man das? Platz... Ja, den ersten deutschen Platz 1 jemals im Monobob. Satz von vorne. Laura Nolte gewinnt das erste Monobob-Rennen für Deutschland in der Geschichte dieser noch jungen Sportart. Vor Kelly Humphries und Lisa Buckwitz, auch aus Deutschland, wird dann am Schluss 3. Auch das ein tolles Ergebnis. Und dann glaube ich, jetzt aber sonst auch nichts mehr jetzt hier auf der Liste. Doch hier, komm, lange fertig, Wintersport, überall. Martin Nölz, Zweiter geworden beim Snowboard-Cross in Cervinia, nur geschlagen vom Franzosen Laurent Bosolo. Und dann gab es noch Snowboard, Parallel-Riesenslalom in Cortina d'Ampezzo, da ist Ramona Hofmeister Zweite geworden. Beim Sieg von, das habe ich jetzt gerade nicht parat, siehst du mal, Cheyenne Loch 5., Caro Langenhorst 7., wer hat das denn gewonnen, das Rennen? Das sehe ich hier gerade nicht. Reiche ich vielleicht noch nach. Ist ja wurscht. Und letzte Nachricht, Wintersport, die ist noch eine erfreuliche, das liegt lang zurück jetzt, Daniela Meyer. Da ist inzwischen nämlich raus, dass sie ihre Bronzemedaille behalten darf aus Peking. Denn jetzt wurde ganz offiziell und salomonisch das entschieden, was wir alle schon seit vielen, vielen Monaten ja gefordert haben, 2 Bronzemedaillen. Für sie gab es also dann auch eine, die durfte sie behalten und Fanny Smith aus der Schweiz, die bekommt auch eine zugeschickt und dann haben sie beide eine. Die hat natürlich dann die Siegerehrung verpasst, ärgerlicherweise, aber die Medaille darf sie trotzdem dann mit nach Hause nehmen. Punkt. Springen wir weg vom Wintersport, gehen wir in die NFL. Da gab es gestern Historisches am Abend. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Die Minnesota Vikings haben dort nämlich die größte Aufholjagd der NFL-Geschichte mit einem Sieg noch gekrönt. Lang zur Pause ging Indianapolis 0-33 hinten. Bis dahin war der größte Rückstand, der aufgeholt wurde, 32 Punkte. Und jetzt also 33 Zähler zur Pause und am Schluss haben sie sich doch noch in die Verlängerung gerettet mit 36 beide und die haben sie dann gewonnen. Also Riesending. Fun Fact am Rande, der Quarterback von Indianapolis, der jetzt diesen Riesenvorsprung, den größten Vorsprung der NFL-Geschichte jemals verspielt hat, ist Matt Ryan. Und das ist der, der im Super Bowl vor 5 Jahren den größten Vorsprung in der Super Bowl-Geschichte verspielt hat gegen die Patriots mit den Atlanta Falcons. Das war dieses 3-28, lagen sie, glaube ich, vorne oder hinten, die Patriots, und haben das noch gebogen. Also 25 Punkte Rückstand. Und jetzt waren es halt 33.
Verrückte Sache. Damit aber Fun Fact noch, nicht Fun Fact, sondern Fact noch, Minnesota Vikings, das dritte Playoff-Team in der NFC hinter Philadelphia und San Francisco, wobei hinter stimmt nicht von der Reihenfolge her, momentan Philadelphia an 1, Minnesota an 2, San Francisco an 3, das kann sich noch ändern, aber diese drei werden wir auf jeden Fall in der Postseason wiedersehen. Apropos Football, auch da bleiben wir nochmal kurz dran und ich habe was aus der ELF, aus der European League of Football. Da sind nämlich jetzt die neuen Conference-Einteilungen bekannt gegeben worden für die nächste Saison. Die haben ja wieder aufgestockt, vier neue Teams, glaube ich, dazugekommen und rausgefallen ist Istanbul. Die Istanbul Rams, die sind nicht mehr mit am Start. Dafür aber haben wir, wir sind sechs weitere Teams sind dazugekommen. Guck mal an. Und die neuen Gruppen sehen so aus. Wir haben eine Western Conference mit 5 Teams. Da haben wir nämlich drinnen die Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy, Hamburg Sea Devils, Rhein Fire und Paris. Da steht der Name noch nicht fest. Dann gibt es eine Central Conference. Da haben wir dabei so das Alpengebiet, die Raiders Tirol, Stuttgart Surge, Munich Ravens neu dabei. Die Milano Seamen aus Mailand und die Helvetic Guards aus der Schweiz sind dabei. Dazu die Barcelona Dragons, weil die muss da irgendwann mit reinbauen, die fallen immer so ein bisschen runter auf der Karte. Und dann noch die Eastern Conference, die finde ich sehr schön gemischt dieses Mal. Und regional passt das irgendwie. Berlin Thunder ist drin. Dann aus Ungarn die Fehervar Enthroners, in Tschechisch Fehervar lokalisiert. Die Leipzig Kings sind dabei, die Prague Lions auch neu dabei, die Vienna Vikings und die Wroclaw Panthers, die kennen wir schon, die spielen also jetzt in der Eastern Conference mit. Das ist die neue Einteilung hier, wollte ich nur einfach mal erzählen, wo wir es gerade von Football hatten. So, was haben wir noch Schönes im Programm? Soll ich sagen, was heute in der NFL los ist? Sollte ich eigentlich schon, ist ja eigentlich mein Job hier. Es gibt wieder Riesenprogramm in der NFL, das kann ich euch erzählen. 19 Uhr geht's los mit dem Spieltag auf der Red Zone und auf der Endzone. Achso, Ergebnis noch von gestern, guck mal, fast vergessen. Zweites Spiel war langweilig, Cleveland gewinnt 13-3 gegen Baltimore. Also das Ergebnis überrascht ein bisschen, hätte ich Baltimore auch favorisiert, aber am Ende, jo, Spiel war jetzt nicht sehr knaller, dafür war das erst auch viel zu spektakulär. Nachtspiel weiß ich noch nicht. Hat gerade erst angefangen. Heute Abend 19 Uhr. Da geht es wie folgt ab in Sachen Football. Wir haben Red Zone auf The Zone, wir haben End Zone auf The Zone. Also Deutsch oder Englisch, die Konferenz, wie ihr wollt. Dann Einzelspiel auf Pro7, die Detroit Lions zu Gast bei den New York Jets. Und Einzelspiel auf dran.de oder auch auf The Zone, die Jacksonville Jaguars empfangen die Dallas Cowboys. Und um 22.20 Uhr dann Live-Einzelspiel auf Pro7 Cincinnati Bengals zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers. Das ist das, was geboten wird in Einzelpartien. Und ansonsten ein volles Programm. Houston empfängt die Kansas City Chiefs zum Beispiel. Dann haben wir die Eagles, die ja immer noch hier vorne wegmarschieren in der NFC. Die spielen diesmal in Chicago. Sollten da eigentlich nicht stolpern. Wen haben wir noch? Feines. Die Detroit Lions wollen ihre Aufholjagd ja fortsetzen bei den Jets. Wie schon gesagt, kommt auf Pro7. Das Spiel war schon. Und was ist noch von Interesse vielleicht? Die Cardinals, bei den Broncos geht es um nichts mehr, ne. Cincinnati in Tampa Bay, jo, wird gespielt. Und heiß ist noch das Nachtspiel natürlich. Das gibt es um 14:45 wieder auf der Zone. Die Washington Commanders empfangen die New York Giants zum Divisionsduell. Und da ist es auch noch so in dieser NFC East, dass da ja auch alle noch in die Playoffs rutschen können. Also ein ganz, ganz wichtiges Spiel hier mit hohen Playoff-Implications auf jeden Fall. Sodele. Was ist das hier? Das ist alles Wintersport, haben wir schon gesagt. Das haben wir durch. Darts-WM wollte ich sagen, da geht es heute nämlich auch weiter. Und zwar ist dort, gibt es da noch was zu berichten? Dimitri Vandenberg ist glatt weiter in 3 Sätzen. Ist jetzt nichts so Dramatisches passiert gestern. Gurney ist raus, Daryl Gurney, das ist vielleicht noch von Interesse. Der hat verloren gegen Alan Sutar. Vielleicht auch eine Mitteilung einfach mal an der Stelle. Heute geht es weiter mit 8 weiteren Partien. Achso, für die Damen sieht es gar nicht so gut aus, das wollte ich nur sagen. Lisa Ashton ist ausgeschieden und Bo Graves am Tag vorher ja auch. Damit liegt also jetzt die letzte Hoffnung der Darts-Spielerinnen auf Fallon Sherrock. Die spielt aber erst am Dienstag ihr erstes Spiel. Gucken wir aufs Programm von heute. 8 Spiele. Es geht los um 12 Uhr mit der Afternoon-Session. Die gibt es live auf Sport1 und auf The Zone. Da ist Devin Hitter zum Beispiel gegen Edwin Lewis. Nicht uninteressant, finde ich, den früheren Weltmeister. Und in der Abendsession, die ist ab 21 Uhr wieder angesetzt, da gibt es dann zum Beispiel Nathan Aspinall gegen Boris Krejcmar zu sehen. Also ich gebe es zu, das Riesenprogramm ist es jetzt hier nicht von den Namen her, aber gibt ja auch genug anderes, was man heute noch gucken kann. So ist es nicht.
Nämlich zum Beispiel gucken wir mal rüber zum Eishockey. Da gibt es auch wieder ein Komplettspieltag in der DEL. Das Free-TV-Spiel um 13:30 live auf Servus TV. Grizzlies Wolfsburg gegen Adler Mannheim. Das ist aber auch wirklich ein Topspiel, was da heute gezeigt wird auf Servus TV. Schöne Sache das. 5 gegen 2 in der Tabelle. Um 14 Uhr dann auf Magenta die restlichen Spiele, oder zumindest, nein, 14:03 der restlichen Spiele, nämlich Fishtown gegen Ingolstadt, Köln gegen Frankfurt und Schwenningen-Straubing. Und dann um 16:30 Düsseldorf-Iserlohn und um 19 Uhr Augsburg-Eisbären und Bietigheim gegen München. Das also alles zu sehen auf Magenta Sport. Und wer die NHL bevorzugt, der wird heute auch wieder mit dem Doppelpack zufriedengestellt. Um 20 Uhr die Ottawa Senators bei den Minnesota Wild und um 23 Uhr dann die Pittsburgh Penguins zu Gast bei den Carolina Hurricanes. Das ist das Programm aus dem Eishockey vom Tage. Wir gucken zum Basketball rüber. Gestern gab es in der BBL ein paar Spiele. Da hat sich Folgendes getan, was die Tabellenspitze angeht. Telekom Baskets Bonn bleiben Erster nach dem Sieg in Crailsheim. Bayern München Zweiter nach dem Sieg gegen Braunschweig. Und Ludwigsburg verliert ein bisschen was an Boden. Die sind nämlich jetzt Vierter hinter Alba Berlin zurückgefallen und haben verloren, man glaubt es kaum, in Frankfurt beim Tabellenschluss. Die holen ihren zweiten Saisonsieg. Und das recht deutlich, 92-80. Das hat mich persönlich ein bisschen überrascht, muss ich gestehen. Heute gibt es auch wieder Basketball und zwar einmal BBL 19 Uhr, Ulm gegen Alba Berlin. Dann BBL um 20:30 Uhr, Rostock gegen Hamburg. Und um 21 Uhr aus der NBA, da gibt es Boston Celtics zu Hause gegen die Orlando Magic. Wer da drauf Bock hat, möge reinschauen. Handball-Bundesliga, 14 Uhr. Die Konferenz, sagt mir nicht, ne? Die Konferenz auf Sky. Göppingen, Hannover-Burgdorf, Wetzlar gegen die Rhein-Neckar-Löwen, Flensburg-Handewitt gegen Kiel, das große Nordduell hier in der Konferenz versteckt, Gummersbach gegen die Füchse Berlin und Abend um 19 Uhr dann Leipzig gegen den Bergischen HC. Irgendwie machen die in großen Bogen um diese Zeitfenster 16 bis 19 Uhr. Ja, die spielen 14 bis 16 Uhr den frühen Block, dann machen sie Pause und um 19 Uhr geht es dann weiter. Scheint irgendwas anderes da zu sein in der Zeit, weiß ich nicht. Champions League der Frauen, 14 Uhr, Bietigheim gegen Odense. Wer da Lust hat, es zu gucken, möge es auf The Zone tun. Champions League der Frauen, da konnte also auch mit dabei sein. Gestern übrigens bereits in der HBL Magdeburg wieder gewonnen gegen Erlangen. Das noch ein einzelnes Spiel, das hat sich irgendwie verirrt auf den Samstag, wollte ich aber hier nicht unerwähnt lassen, auf jeden Fall. In der Volleyball-Bundesliga hat Friedrichshafen gegen die Berliner Recycling-Volleys gewonnen. Knapp zwar mit 3 zu 2, aber doch gewonnen und somit ein bisschen, naja, ich weiß nicht, kann man sagen, Spannung hergestellt an der Tabellenspitze. Ich tue mich schwer damit, um ehrlich zu sein, weil sie haben immer noch 9 Punkte Rückstand auf Berlin, aber noch 2 Spiele ausstehen. Das könnte also noch ein bisschen sich verkleinern im Laufe der Zeit. Müssen wir mal abwarten. Und jetzt sind wir fast durch. Irgendwas ist es noch? Irgendwas sitzt mir noch im Sinn. Football hatten wir, Handball hatten wir. Ja, ups, ich habe noch gar nicht gesagt, was heute im Wintersport los ist. Da haben wir ja noch volles Programm. Entschuldigung, das möchte ich noch erwähnen. Im ersten ab 9:30 Uhr Sportschau volle Pulle durch. 10 Uhr Riesenslalom der Männer aus Alta Badia. 10:45 Uhr Langlauf Frauen aus Davos. Das Ganze im Livestream, aber nur auf sportschau.de und nicht im TV. Ski Alpin, dann Super-Ski wieder der Frauen in St. Moritz. Wieder im ersten ab 11:30 Uhr. Biathlon-Massenstart der Männer 12:10 Uhr. Dann gibt es Skispringen der Männer in Engelberg, 12:30 Uhr. Auch da schiebt sich alles irgendwie weg von diesem 16-Uhr-Slot. Dann gibt es Langlauf Freistil der Männer aus Davos um 13:15 Uhr, wieder auf sportschau.de im Livestream. Ebenso wie den Riesenslalom der Männer in Alta Badia, zweiter Lauf um 13:30 Uhr. Und Biathlon-Massenstart der Frauen in Annecy um 14:15 Uhr sollte dann wieder im ersten zu sehen sein. Und dann hinterher gibt es noch 2 Livestreams aus Lake Placid vom Bob. 16 Uhr den Zweierbob der Frauen und um 20:30 Uhr am Abend dann den Viererbob der Männer. Sportschau.de, also eure Anlaufstelle. Und wer auf Eurosport mit am Start ist, der kriegt da auch die volle Dröhnung auf Eurosport 1. Gibt es ab 8 Uhr, nee, ab 9:40 Uhr Ski Alpin, Alta Badia, dann Biathlon, dann haben wir Ski Alpin aus St. Moritz. Und dann haben wir Skispringen aus Engelberg und dann wieder Biathlon aus Le Grand Bornand und am Abend dann noch auf Eurosport 2. Nee, mein Fehler, nicht am Abend, am Nachmittag auch nochmal Ski Alpin zu sehen. Also Eurosport, wie immer, ist ja dabei, könnt ihr gucken, Wintersport, wisst ihr Bescheid. So, ja, diese Wintersport-Sonntage, die sind doch immer irgendwie ein bisschen stressig hier zum Ansagen. Ich lasse mal gut sein. Ich bin gespannt, wer Sportler des Jahres wird. Wer Frühsportler des Jahres wird, weiß ich schon, das bin ich. Und ich danke euch allen fürs Zugucken hier jeden Tag, denn so macht es ja gleich noch viel mehr Spaß. Gerne weiterempfehlen den Kanal, wenn ihr Lust habt, auch wenn der Wintersport jetzt heute ziemlich chaotisch rüberkam. Aber so ist es halt manchmal hier, wisst ihr ja.
Schönen Sonntag euch, schönen vierten Advent. Ich habe vergessen zu sagen, vierte Kerze anzünden heute. Guck mal, da hinten sind schon vier auf dem Regal. Aber die sind nicht echt. Aber die echten kommen dann auch noch. Macht's euch nett, macht's euch gemütlich, schaut schön Sport, wenn ihr wollt. Ist ja ein buntes Programm, Wintersport, Football und was haben wir noch alles gehabt? Eishockey ist dabei und Handball gibt's und was weiß ich. Ihr findet schon was, da bin ich mir sicher. Bis morgen früh, wenn ihr Lust habt. Bis dann. Tschüss.